Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn ich mal daran gedacht hätte, dass als Jen mit dem GTA-RP angefangen hat und dann noch in der Einreise war, hätte sie niemals mal, also sie wären niemals auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Da hätte sie sich geschämt für. Ich bin angewidert und geschockt zugleich. Sie wird wie wir. Sie verliert jegliche Hemmung. Ich bin fassungslos. Gibt's irgendjemanden, der noch mit ein bisschen Anstand von diesem Server kommt? Irgendjemand, der noch einen kleinen Rest Selbstachtung für sich bewahren kann? Nein. Denn das ist die Magic des RPs. Du fängst an, alles zu verlieren und zu vergessen und kein Schamgefühl mehr zu besitzen. Aber das ist gut. Dann ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. So sagt man ja immer. Naja, gut. Eine von uns, würde ich sagen. Was ziehen wir heute an? Ich bin immer noch dafür den Breezy Hoodie. Der sieht voll sweet aus. Ich glaube, ich war noch nie so cozy unterwegs wie jetzt. Ja! Und eine Brille. Eine schnelle Brille oder eine eckige? Wir nehmen die eckige. Haben wir noch irgendwelche? Nee. Hä? Oh, das passt auch. Aber jetzt habe ich wieder diese lockigen Haare. Ach, irgendwas stimmt da nicht. Wir ändern noch den Torso. Und können jetzt rum. Ich bin heute mal Believer. Was habt ihr denn für eine Kanalwette angemacht? Liegt schon innerhalb der ersten 30 Minuten. Warum? Jinx, vielen Dank für die 3. Striked, vielen Dank für mittlerweile fast 60. Ey, sind 57. Reden und Community-Zweisamkeit ist super. Striked, vielen Dank. Egon, danke für die 4 nochmal. Weizenprinz, danke für die 3. Billy McFox, danke für die... für den Gegifteten. Frozen, nochmal danke für die 100. Oh! Oh, shit. Habe ich gar nicht mitbekommen. Sorry. Nein. Heute nicht. Ja, will ich nicht mitbekommen. Wollte schon sagen. Nein, nein. Im Skript steht, dass es dich erst nächste Woche trifft. Also kannst du mir die Tür jetzt aufschließen? Also ich wollte nur sagen, dass du hier nicht mehr schlafen wirst. Egal, was passiert, das war die letzte Nacht. Du hast es ganz schön übertrieben, aber schiebst einfach auf deinen mentalen Zustand, der wirklich ganz schön durch ist. Du bist krank. Warum? Ich will eigentlich gar nicht mehr bei dir schlafen. Ich habe mir jetzt ich starte jetzt mein eigenes Abenteuer. Der okay. Letzte Tag, ich fange mir jetzt einen Pokémon, glaube ich, einen Zulgas und suche mir was anderes, ein neues Abenteuer. Ja, du kannst ja dann bei Raquel schlafen, die hat ja was für dich. Oder bei Kiki. Kiki weiß auch Bescheid, die weiß, dass du dich heute schon meldest. Woher kennst du denn Kiki? Hast du gesagt, du Vollhorst. Hab ich nicht. Hast du wohl. Hab ich nicht. Hast du wohl. Hab ich nicht. Doch, die weiß schon Bescheid. So. Und jetzt raus mit dir. Geh in die weite Welt. Hab ich gesagt, Kiki? Ich werde die Bio diesmal durchstöbern. Und sollte ich in Erfahrung bringen, dass das vielleicht, dass das gemetert ist, werde ich aber auch ohne Umstände instant in den Support gehen und definitiv um Bestrafung bitten. Denn was hier gerade abgeht, ist definitiv nicht zu entschuldigen. Muss gucken, ob VDM drin ist. Alter Green, ich hab volles Leben. Wenn du mich anfährst, dann wirst du auch in einem Support gezogen. Heute bin ich ziemlich aggressiv. Wisst ihr was? Heute will ich sogar jemanden bannen lassen. Das heißt, sollt ihr nur kommen. Jeder Einzelne sollte sich auch nur ansatzweise dran versuchen, mir irgendetwas anzutun, was den Regeln widerspricht. Wenn das passiert, dann bin ich der Erste, der mit euch ganz schnell in Richtung Support-Warteraum Bereich wandert. Dicker, laber nicht, Master Deeds. Komm doch auf den Server und mach mal was, dann können wir mal weiterreden.
Weißt du? Heute heißt es, Recht kommt. Ne? Und heute wird Recht durchgesetzt. Anrufen, ich bin sofort wieder da. Hallo? Hi. Ja. Hallo, ich bin erkältet. Okay. Soll ich Ihnen Aspirin-Kaninchen geben? Ja, haben Sie noch einen Hustensaft oder sowas? Sind Sie der Onkel Doktor, der meine Erkältung wegmacht? Ja. Dann bitte. Okay, kommen Sie mit, Sir. Leute, soll ich euch mal was richtig Geiles erzählen? Kriegen wir doch hin. Ich trinke einen Kaffee, aber ich hatte keine Milch mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe Ben & Jerry's Eis reingemacht. Ich habe statt Vanillemilch Ben & Jerry's Eis reingemacht. Kommen Sie mal mit, dann gucke ich mir das mal an. 500 IQ! Ja! Weißt du, wie geil das ist? Seid ihr blöd? Das ist richtig geil! Cookies, Chocolate noch was. Ja, ist okay. Geil. Dann würde ich einmal ihr Oberteil ausziehen? Ja. Oh. Okay. So, dann höre ich sie einmal ab. Ja. So, dann einmal tief einatmen. Ui. Oh ja, ja. Oh Gott, ja. Das ist so schlimm, da muss ich direkt mal ans Telefon gehen. LSMC, Lightchill, wie kann man Ihnen weiterhelfen? Ach so, oh Gott, ich dachte schon, er holt. Oh mein Gott. Wen meinen Sie mit Herr Asimov? Ich muss immer an Assi denken, wenn ich einen Asimov höre. Ja, der ist aktuell nicht im Haus. ja, Callahan ist da. O'Malley. Aber ich muss sagen, das Ben & Jerry's habe ich auch schon seit einem Monat oder so. Jo, Melli. Und ich glaube, ich kann von der Hand abziehen, wie oft ich Ben & Jerry's geholt habe. Ich glaube, zweimal oder so. Aber irgendwann dachte ich mir, da war es noch ein bisschen wärmer, dachte ich mir, boah, so ein Eis? Ja, der müsste dann noch da sein, ja. Bei Eis laufe ich nicht so Gefahr, alles sofort klar. Alles auf einmal aufzuessen. Da habe ich immer ja, richtig viel natürlich. Von. Wenn ich so ein Snickers esse, würde ich viel mehr essen, als wenn ich beispielsweise so eine sehr Kugel gut. Eis nehme, von der ich dann irgendwie instant satt bin. Also zumindest befriedigt. In meinem so. Zuckerverlangen. Wisst ihr? Dann habe ich hier einmal das Thermometer. Einmal unter die Achsel. Ja. So. So. Sehr schön. Okay. So, dann würde ich mir noch einmal ihren Mund angucken, ihre Mandeln. Ja. Ja, okay, okay. Ja, sieht auch soweit ja. Gut aus. Mhm. Okay, sehr gut. So, dann gucke ich mir das Thermometer mal an. Ja, leicht erhöhte Temperatur. Oh, oh. Was das jetzt mit mir bin? Ist es nee, um mich nee, geschehen? Gar kein Problem, gar kein Problem. Das ist nur leicht erhöht. So, okay. Haben Sie Schüttelfrost? Nee, nur wenn ich Melody Jensen sehe. Okay, Therapeutin meinen Sie? Ja. Ah, okay, okay. So, dann können Sie auch Ihr Oberteil wieder anziehen. Danke. Okay, ich würde dann einfach mal gucken, ob wir noch einen Hustensaft da haben. Ja. Würde ich Ihnen Hustensaft und Aspirin mitgeben? Gut. Und damit kommen Sie, dann sollten Sie dann gut über die Runden kommen, ne? Es dauert halt so 9 Tage, dann geht's Ihnen wieder gut. 9! Okay, danke schön. Sehr schön, dann kommen Sie nochmal mit. Also ich habe auch 9 Tage. Ist das normal? Also ich höre auch immer für die für das komplette Auskurieren 10 Tage. Aber 9 ist schon. Also meistens ist es bei mir so. Schau ich einmal in unser Medikamentenlager, warten Sie einmal kurz hier. Ja, einmal, also am ersten Tag bahnt sich bei mir Hals an. Beim zweiten Tag habe ich Hals und verstopft, also richtig Kackhals. Am dritten Tag lässt Hals nach und dann kommt die Erkältung mit Nase laufen. Am vierten Tag läuft die Nase richtig. Am fünften Tag läuft die Nase schon weniger und am sechsten Tag bin ich rein theoretisch schon mal geheilt. Alles noch da. So. Ist aber echt ätzend. Dankeschön, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ist natürlich so eine Grippe ist immer scheiße. Ja, vor allem eine Männergrippe. Ich bin froh, dass ich noch hier wirklich. Zu Ihnen geschafft habe. Ja, Aspi! Aspirin. Geil! Aspirin. Eine schöne Aspi am Ballern oder was so, gleich hier? Und dann noch einmal das Wichtige. Ja, gib her! Da
da war er in meiner Tasche. Die Tasche ist viel voll mit Medikamenten. So, meine ist voll mit Zigaretten. Hustensaft. Oh, danke schön. Herr Doktor, darf ich denn rauchen, wenn ich erkältet bin? Es ist natürlich nicht fördernd, aber natürlich dürfen Sie sich. Ich verbiete es Ihnen jetzt nicht, aber natürlich ist es für den Husten nicht gut. So verstanden, so verstanden. Also wenn es so im Hals brennt, kribbelt, wenn Sie rauchen, dann würde ich sein lassen. Dann rauche ich. Ich versuche auf die 70 zu reduzieren, auf 70 Zigaretten. Das hört sich doch wirklich vernünftig an. Dann vielen, vielen Dank. Gerne. Ich begleite Sie noch raus. Selbstverständlich, Dankeschön. Aber dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Und danke nochmal für die Hilfe. Das schaffe ich. Wir schaffen das. Tschüss. Wir halten durch. Ciao. Freund von dir. Was willst du? Ich habe nur schnell eine Frage. Ja? Also, anscheinend waren hier Erdbeben und mein Auto ist auf dem Dach. Was mache ich jetzt? Ehrlich? Ist nicht lustig. Ist dein Auto auf deinem Dach? Ja. Kommst du auf das Dach rauf? Ja. Und dann bist du kann das Auto noch fahren? Ja, mit Sicherheit, aber das geht nicht. Bist du noch bei dir zu? Ja. Ich bin im Krankenhaus, ich bin wegen Erkältung rein, Männergrippe. Die wollten mich erstmal operieren, ich habe gesagt, das geht schon. Welche Postleitzahl hast du nochmal? 624, ne? Ja, 624. Okay, ich bin in einer Minute da. Okay. Die macht mir auch alles nach, oder? Erst die roten Haare und dann irgendwelche Fahrzeuge auf den Dächern. Wisst ihr, zu meiner Zeit hat man das noch alleine gemacht. Zu meiner Zeit bin ich noch eine ganze Rampe hochgefahren und wurde da in den Support gezogen. Zu meiner Zeit ist es kein Bug gewesen, denn der Verdienst, den ich mir dort hart erkämpft habe, der ist auch mir zuzuschreiben. Da kommt nicht irgendwie jemand, der versucht dann, weiß ich nicht. Fangirl, ich sag's euch. Copycat Fangirl. Oh, wie ich das hasse. Mann, einmal vielleicht selbst kreativ sein. Oh. Das ist nicht 624. Melody lebt doch. Na doch. Oh mein Gott, wie hast du das denn hinbekommen? Mann, so eine Scheiße! Hä? Ich habe einen Zettel bekommen und da hat jemand geschrieben, das war ein Erdbeben. Da stand ein Zettel drin. Warte. Ist das ein Bug oder ist das? Aber wenn da jemand Dingens geschrieben hat. Da. Fahrzeug auf ihrer Dachterrasse steht. Mir ist erst kürzlich dasselbe widerfahren. Anscheinend gibt es in der Region Erdbeben. Sollten Sie das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht entfernen können, dauert es wohl circa 3 Tage, bis jemand von der Stadt sich darum kümmert. Lol. Jensen, du bist ja voll am Arsch. Ich hoffe, dass dies den Tag nicht allzu sehr versaut. Und Sie über ein Alternativfahrzeug verfügen. Ein Alternativfahrzeug. Oh mein Gott. Du bist voll am Arsch. Hier. Warte. Ja, mal schön hier. Wir kriegen das hier raus. Mach mal auf. Soll ich fahren? Das schaffst du nicht. Ich schaff das. Das geht nicht. Doch. Oh, shit. Dann müssen wir... Oh, du musst anmachen. Mach mal an. Oh Gott. Das kriegen wir hin, Melody. Das sind kleine Hindernisse. Du wärst nicht da, wo du jetzt bist, wenn du an sowas scheiterst. Die ist voll am Arsch, das bekommt sie nicht hin. Was tust du? Ich weiß nicht. Was machst du da? Was mache ich? Ist der Motor an? Ja. Aus dem Weg, Jensen. Ich zeig dir, wie man das macht. Aber ist nicht kaputt. Nein, natürlich nicht. Kannst du mal auf und zu machen?
du da? Rückwärts geht schon mal auf jeden Fall nicht. Hier die Wendeltreppe. Auf gar keinen Fall. Okay, auf der Liste. Okay, die Wände, die streich die auch von der Liste. Streich die auch von. Mann, ich kann das dann heute nicht benutzen. Okay, auf, das geht nicht. Okay. Ich habe schon viel zu viel gemacht. Den Rest bekommst du irgendwie hier nicht. Mann. Ich muss los. Was mache ich jetzt? Nun. Was tust du? Ey, was soll denn? Beruhig dich. Soll ich mal die Special Hotline? Versuch, was du willst. Aber 3 Tage einfach. Du kannst ja wohl 3 Tage ohne dein Fahrzeug auskommen. Aber soll ich trotzdem in die Special Hotline mich einwählen? Nein, ist doch egal. Mach, was du willst. Mir ist das egal. Ich weiß es doch nicht. Ja, weiß ich doch auch nicht. Und außerdem hast du mir gesagt, dass du nicht mehr willst, dass ich bei dir penne. Also warum soll ich dir noch helfen? Aber guck mal, bei den ganzen blöden Umständen, die jetzt schon instant jetzt, als du hier aufgewacht bist, passiert sind, gibt es immer noch etwas Positives. Das hier alles könnte mein Problem sein. Ist es aber nicht. Ja. Schönen Abend noch, Melody. Wir hören uns dann. Hallo, ich habe mal eine Frage. Also wenn mein Auto aus Versehen durch irgendeine Naturkatastrophe auf dem Dach steht, könnt ihr das irgendwie entfernen? Ach Mann. Aber ihr seid doch ein Abschleppdienst. Ja, ich bin Melodia. Na und? Wie, ihr dürft bei mir nichts machen? Warum? Was hab ich denn damit zu tun? Wie? Vorgabe? Tja, Elodie. Doch nicht so das große Mastermind wie immer gedacht, oder? Halt's Maul. Warum haben sie aufgelegt? Ja, ist okay. Aber warum? Das ist ja super. Ey, mein Tag, ich glaube, das ist, also mein RP-Tag kann einfach nicht besser starten. Das ist einfach so großartig. Es gibt nichts Schöneres.
Junge, das nenne ich mal einen richtig guten Start. Sehr geehrter Herr Laser, Sie sind Beschuldigter in einem Strafverfahren. Sie wurden bereits telefonisch darüber informiert. Bitte kommen Sie innerhalb von 24 Stunden eigenständig zum PD, um zum Sachverhalt Angaben zu machen. Gerne können Sie zu der Aussage einen Rechtsanwalt Ihrer Wahl mitbringen. Bierman oder Mann. Also mal wirklich einen Rechtsbeistand. Den brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch so hin. Sind da nur irgendwelche läppischen Aussagen. Wir streiten alles ab. Ich nehme an, es geht um den Vorfall von gestern. Das packen wir. Gibt's im Spiel Kräne? Nee. Das muss der Support machen, oder das wird halt nach 3 Tagen wieder eingepackt. Melody darf halt nur nicht ins Auto steigen. Wisst ihr, was wir morgen machen? Wir werden morgen Melody dazu bringen, nochmal ins Auto zu steigen. Damit sie weitere 72 Stunden war. Aber ist auch nicht schlimm, wenn, weil dann ist ja die Polaris. Wir müssen jemanden dazu bringen, der dann am Wochenende RP spielt. Und der muss dann auch nochmal ins Auto steigen. Ja, so an einem Sonntag oder so. Gegen Mittag. Nachmittag ist auch noch gut. Nee, Sonntagnachmittag wird jemand ins Auto steigen. Schneller! Ja, wir werden laufen. Das bringt nichts. So. Ah. Herz. Das ist gerade wirklich, das hat mein Herz gerade erwärmt. Ja? Guten Tag. Weißt du, wo ich jetzt diese Spiegelreflexkamera veräußern kann? Oder Leslie. Kann ich dir die einfach geben und du übernimmst das für mich? Zum selbstständigen Leben gehört auch dazu, eigenständige Recherchen zu führen. Das heißt, wenn du wissen willst, wo was hinkommt, dann musst du dich wohl informieren. Also weißt du nicht, wo es... Na, selbstverständlich. Ich will dir halt nur nicht die Arbeit abnehmen. Also, okay. Ich weiß es auch nicht. Brauchst du ein Taxi? Nee, ich bin schon gerade mit Auto unterwegs. Wenn jemand der Reifen zersticht, brauchst du dein Taxi? Wenn jemand meine Reifen zerstechen sollte, sage ich Bescheid. Okay. Gut, wenn noch sonst irgendwas Cooles heute ist, kannst du dich melden. Ich bin bereit. Alles klar, bis dann. Bis dann, ciao. Ja. Kann man sich hier irgendwas mieten? Mein Auto ist auf dem Dach und jetzt muss ich laufen. Jetzt bin ich... Das ist nicht lustig. Nee, gleich weiter. Ist ja zum Glück nicht so weit. Das macht mir Angst, wenn er so über die Straße rennt. Ah, das ist kein 5000-Spieler-Server. Sonst wäre er wahrscheinlich schon längst tot. Aber so funktioniert das. Wie kann uns gerade jetzt, wenn wir schon zum ersten Mal so ordentlich durch die Straßen von Los Santos schlendern, mal so den einen oder anderen Spot merken. Vielleicht wird er ja irgendwann in Zukunft im Laufe unserer GTA-RP-Sessions mal wichtig sein. Also... Das da vorne ist ein Hochhaus. Ich nehme an, so wie es aussieht, das sind die Arcadius, die Arcadius Tower. Ich nehme mal an, so wie das aussieht, ist das hier die Innenstadt. Das sind ja nämlich die größten Gebäude. Also schaut euch gerne mal die Tower ganz genau an. Vielleicht mal, da fahren sogar Fahrstühle hoch. Das ist nämlich ein Business Center, ne? In den Arcadius Tower gehe ich nur, wenn ich dann halt auch von Holzkern natürlich die eine Uhr umgeschnallt habe. Alles andere wäre natürlich einfach nur blöd. So viel dazu. Man weiß ja, wie man sich zu gewissen Business-Meetings halt auch anzuziehen und zu schmücken hat. Bald GTA 6 Asta. Oh mein Gott. Wenn GTA 6 rauskommt, dann brauche ich einfach 20 Jahre, um die Map zu lernen. Ich hoffe tatsächlich, dass dieses Jahr noch der Trailer gedroppt wird. Ich hoffe. Und wenn der Trailer gedroppt wird, sind es nur noch gut 2 Jahre bis zum Release. Die werden es ein Jahr nach Droppen des Trailers werden die es ankündigen, dass es released wird und dann wird es nochmal verschoben. Wir alle, ich weiß. Das wird das großartigste Spiel, was es jemals gab. Ich glaube, Rockstar ist ja der mit Abstand wahrscheinlich
die führende, das führende Entwicklerstudio, wenn es um das Setzen einer neuen Messlatte geht. Und wenn ich mir die ganzen anderen Spiele hier so anschaue, die so gedroppt und released werden, muss ich immer noch sagen, und das ist, also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, dass Red Dead Redemption 2, was 2019 released wurde, also vor 4 Jahren, immer noch wahrscheinlich die geilsten Open-World-Mechaniken hat, die eine der besten Stories hat und einfach so fucking immersiv ist wie kein anderes Spiel, so. Also, ich meine, vergleich das mal mit anderen Sandbox-Games, das ist... Und jetzt kommt GTA 6. Ey, Leute. Das wird so krass. Ich weiß, also bei Rockstar kannst du dich auf eine Sache verlassen. Und das ist, dass sie gute Spiele droppen werden. Ne? Also das ist halt so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist safe so. Zu 100%. Die Remastered Collection war scheiße. Ja, ich meine natürlich Spiele, die halt neu released wurden. Ne, irgendwelche alten Spiele, die dann irgendwie aufpoliert wurden und dann trotzdem Kacker sind, verstehe ich. Das zähle ich aber nicht mit. Was würdet ihr davon halten, wenn wir irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn wir keinen Bock mehr auf RP haben? Oder, also nicht mehr, oder einfach mal, oder weiß nicht, vor dem RP oder so, einfach mal ein bisschen GTA Story spielen? Ich habe die so lange nicht mehr gespielt, ich frage mich, ob das cool wäre. Also ich kann mich kaum noch was erinnern. Vielleicht. I don't know. GZ? Ach, ist der Timer vorbei? Ah. Ja. GTA Chaos wäre Mod. Ah. Mach doch. Ah. Vielleicht. Dann warten wir mal. Kann ich helfen, Sir? Kommen Sie vor. Hallo? Hallo. Ist es eilig? Ich wurde hierher gebeten, ich soll eine Aussage zu einer gewissen Sache machen. Ja? Und Sie ein Kletteraffe? Frau Hayes? Weil Sie... Ja, das ist so korrekt. Ich klammere mich nur für gewöhnlich an Menschen, die ich attraktiv finde. Ansonsten ist mit Klettern nicht bei mir viel dabei. Verstehe. Mal vielleicht vorsichtiger sein, wenn wir gerade einpacken, ne? Ach, ich vertraue Ihnen da einfach, dass Sie das schon richtig gut machen. Sie sind ja auch schon erwachsen, ne? Da muss ich mir keine Gedanken machen. Ah, nicht, dass wir Sie das nächste Mal vielleicht verletzen oder so. Nein, Sie sind ja schon selbstständig, genauso wie Ihr Kollege. Das packen Sie, Frau Hess, das packen Sie. Mach mir weniger Sorgen um mich, sondern mehr Sorgen um Sie. Oh, das müssen Sie nicht. Ich bin einfach nur Knorke. Ich krieg alles hin. Alles klar, dann. Frau Hess, wollen wir mal ein Eis essen gehen? Ah, Eis ist nicht so meins, ne? Du kannst sie auch zum Schmelzen bringen und daraus einen Shake machen. Ich überleg's mir, okay? Okay. Meine Nummer ist in den Akten. Ja. Da werde ich ganz bestimmt nachschauen. Alles klar. Hallo, ich bin hier für eine Aussage. Ja, dann richten Sie sich mal den Herrn links von Ihnen, bitte. Hinter Ihnen. Redford, machst du das bitte? Hey, du! Du kannst nicht entkommen! Achso, du willst nur hier rein. Oder? Ist jetzt einfach weg? Der hatte einfach gar keinen Bock. Der hat, glaube ich, einfach alle Stecker gezogen und gedacht, nö, ich mach jetzt Feierabend. Das ist respektlos, nenne ich das. Gut, warum sind wir am Auf Wiedersehen. Ja, ein wunderschöner Tag. Ja, ich guck mal. Taylor, was machst du gerade? Na, schönen guten Abend, Sir. Hallo. Ja, um mich wird sich schon gekümmert. Ah, perfekt. Wunderbar. Weitermachen. Geht einfach wieder weg. Weiß gar nicht warum.
Leitstelle. Hört. 29 meldet sich in die Pause. Ich bin später wieder da. Perfekt, dann bis später. Aber nicht überziehen, ne? Nee, nee, niemals. Gut. Ich kann das Telefon jetzt auch wieder nehmen. Ja, haben wir eine Streife, die eine Anzeige aufnehmen kann? Irgendwie ist hier oben niemand. Redford ist einfach abgehauen, als ich ihn fragen wollte. Dort hinten sind noch drei Polizisten in der Halle da. Ja, nee, die haben gerade ein anderes wichtiges Gespräch. Wir können das auch einfach vergessen. Ja, sonst muss ich hier 53 mal eben reinfahren, wa? Wir vergessen das einfach. Wir lassen das fallen, fertig. Dann haben wir alle was davon. Nee, mach mir nicht. Also ich weiß nicht mal, worum es geht, wa? Also von mir aus? Auch nicht. Also soll ich vielleicht in einer halben Stunde nochmal wiederkommen? In einer Stunde, das geht ja auch. Ja, ich glaube, das wird nur schlimmer. Umso später der Abend, umso weniger werden hier sein. Also wir müssen so oder so wahrscheinlich jetzt einfach jemanden reinholen. Da kommt doch jemand. Rein. Perfekt. Dann machen die das. Jupp. War das 51? Glaube, ja. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Dann sind die gleich bestimmt da und dann kann das auch losgehen hier. Wie es heißt, später werden noch weniger da sein. Die Leute haben gefälligst kein Leben zu haben, um noch um 0 oder um 1 Uhr hier online zu GTA zu spielen. Was ist denn schon Arbeit, Schule oder Studium? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt gefälligst hier zu sein. Geh du mal Fische angeln. Alter Meister! Ich hab das einmal gemacht! Nee, das kannst du schön drin lassen, damit die Welt erfährt, was das gerade für ein aggressiver Move war hier. Nur weil ich einmal ganz kurz zwecks RP gefarmt habe, heißt noch lange nicht, dass ich jetzt komplett abdrifte und dann so einen Scheiß mache und dann morgen bereits irgendwie um 12 auf dem Maisfeld stehe. Hört auf, mir das zu unterstellen. Außerdem war das eine sehr angenehme Abwechslung. Versteht ihr das? Man muss ja auch irgendwie das Gleichgewicht wahren. Und ich würde sagen, dass wir alle 4 Jahre mal einmal Farmstream machen, um das zu gewährleisten. Versteht ihr? Oder Drahtbuddeln gehen. Das hat einen RP-Mehrwert. Und by the way, werde ich das später auch nochmal machen. Ich werde zweimal suchen und dann gucken wir mal, ob da was bei rauskommt. Erst Dietriche und Fische, was als nächstes? Es bleibt bei den Dietrichen. Schwöre. Praktikumstag, ne? Hallo. Was wollen Sie hier? Ich muss eine Aussage tätigen, Sir. Ah, okay, bei wem? Die versuchen gerade jemanden reinzuholen, die haben alle keinen Bock auf mich und gehen. Okay, wozu müssen Sie eine Aussage tätigen? Angeblich zu einer gefährlichen Körperverletzung wegen gestern. Nee, bleib mal. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie professionell du mit dem Placement wirkst? Vielen Dank, Dankeschön. Komm jetzt gleich. Gut. Ist das der Big Boss? Aber der Big Boss ist doch Squee. Squee ist doch die MD, nicht MD, ist doch die, ist er der Chief, oder nicht? Squee ist doch der Big Boss. So jetzt. Ich hab kurz Räusper. Tut mir leid. Räusper. PD81 bräuchte eine Einteilung. Was hast du denn von... Aber geht der Command eigentlich? Könnt ihr mir ganz kurz sagen, ob der Holzkern-Command geht? Mit Ausrufezeichen Holzkern? Weil irgendwie... Ja, geht der? Okay. Nee, nur nicht im Satz. Okay. Na super. Just a bait, Leute. Gerne mal 15% mitnehmen und dann bei mir über den Link schön reingehen. Okay, danke. Der verpasst die Mode, ist so alt, ey. Der ist richtig alt. Der ist, glaube ich, einer der ersten Emotes, die wir gemacht haben noch damals. Wisst ihr noch, als wir jung und frisch waren? Dann gucke ich mal kurz hinten am PC, kurz mal wegen meiner Akte. Grüße. Ja. Lumix, Idiot. Gibt's noch den, gibt's noch? Wartet mal.
Gurrik. Jester, ich danke dir für die 2 Monate. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich muss mal ganz kurz was checken. Meine offenen Fälle? Nee, den gibt's nicht mehr. Oder, nee, warte mal. Nee, den gibt's auch nicht mehr. Okay. Ja. Den haben wir rausgenommen. Hallöchen. Hallo. Sie wurden Anzeige aufnehmen, ja? Das ist so richtig, Herr Officer. Okay. Nein, ich muss eine Aussage zu einer Anzeige. So rum war das. Okay, schon. Alles gut. Wir waren noch ein Stück zur Seite, das war hier ja, nicht. Ja, natürlich. Wollen wir in einen coolen Verhörraum gehen? Das eher nicht. Aber dann kann ich Ihnen nicht garantieren, die Wahrheit zu sagen. Das ist dann natürlich schlecht, wenn es eine Aussage sein muss. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich würfel einfach. Wahnsinn, ich brauche nur. Ja, soll ich ihn irgendwann. Warte, ich kann ja gucken, ob das. Okay, hier steht keine Zahl zu dem Fall. Leider habe ich aber keine Nummer oder Akten, was weiß ich. Da müssen Sie mal selbst schauen unter Laser. Erzählen Sie mir erstmal, Sie sollen eine Aussage tätigen, was ist denn passiert? Oh, das weiß ich gar nicht. Also hier steht, ich wäre anscheinend ein Beschuldigter in einem Strafverfahren. Es ging um eine gefährliche Körperverletzung. Mhm. Ich wurde bereits telefonisch darüber informiert. Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Bitte kommen Sie innerhalb von 24 Stunden bla 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 und Sie können den Anwalt nehmen oder das alleine machen. Gruß PD61, Biermann oder Bierman? Ja. Okay, dann bin ich selbst jetzt auch verwirrt. Ich auch nicht, ich weiß ja nicht mehr, was passiert ist. Meistens werden mir Dinge vorgeworfen, die ich nicht gemacht habe, deswegen bin ich gerade genauso ratlos wie Sie. Dann, warte mal, ich muss mal kurz dazu reinstellen. Na, selbstverständlich. Also ich sollte einfach jetzt einfach hatte gesagt, eine Aussage aufnehmen. Aber wenn eine Aussage. Dann ist natürlich schlecht. Das ist leider nicht so leicht, da müssen wir nochmal nachschauen auf jeden Fall, ja. Okay. Danke. Ich glaube, ich habe heute Bock auf ein Tattoo, ne? Also ich meine jetzt nicht im RP, ich glaube, ich lasse mir jetzt hier live eins stechen. Nein, ich will im RP ein Tattoo wieder haben, ich will mich voll tätowieren. Habt ihr auch Tattoos? Ihr habt bestimmt Tattoos, oder? Nennt man das Tattoos oder Tattoos? Tattoos sagen bestimmt die Boomer. Habt ihr Tats? Tats sind die ganz krassen. Habt ihr Tats? Ja? Okay. Hat einer von euch einen Tat im Gesicht? Nö. Nee, will aber. Hat einer von euch einen Tattoo im Gesicht? Nur Kriminelle haben Tats. Okay. Ja? Nicht lügen. Eine Träne. Auf der Rippe, das tut bestimmt weh. Nur, Mann, kompletten Schädel unter den Haaren. Alter, ich hab einen gesehen, das ist nicht mehr so lange her. Der hatte dieses Zombie-Boy-Tattoo. Das ist doch der Typ, ich glaube, der ist gestorben. Das ist doch der Typ, der ein komplettes Skull-Face im Gesicht hat. Und komplett, ich glaube, den kompletten Körper überzogen. So ein Dingens-Tattoo hatte. Ein Knochentattoo. Ein Skelett halt. Und der hatte einfach die Hälfte davon. Das also hier so crazy. Eine Aussage aufnehmen. Ja. Abgeben wollen. Sollten. Ja, genau, zu einem Fall, zu einer Straftat, die mir vorgeworfen wird. Ich sollte zur Befragung hier antanzen. Können Sie in den Nackten nachschauen, worum es geht? Ich weiß es leider auch nicht. Okay, geben Sie mal Ihren Ausweis. Ja, selbstverständlich. So. Das Kriminell. Johnny Laser, ich bin dann gleich wieder für Sie da, warten Sie kurz. Vielen Dank. Achso, ja, stimmt. Ja, das freut mich aber, das ist mein großes Vergnügen, Herr Laser. Hallihallo. Also wir hatten gestern das Vergnügen, ich bin der Kollege aus dem Zauberwald, Sie erinnern sich? Sie sind der Trollanruf. Ja, ganz genau. Dann wissen Sie ja Bescheid. Sie sind ja wirklich Polizist. Ja, natürlich. Ich dachte, Sie wären, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich dachte tatsächlich, dass Sie so ein... Ich meine, Zauberwald. Ich bin ja gar nicht klargekommen. Es ist sogar nicht meine eigene Ortsbeschreibung gewesen. Ich habe selbst erstmal ein bisschen erstaunt geschaut, was das überhaupt sein soll. Dann verzeihen Sie mir auf jeden Fall das Auflegen. Ich dachte wirklich, es ist wieder jemand, der sich einen Scherz erlauben möchte. Ist da überhaupt gar kein Problem. Ja, ja. Also, wissen Sie, was das hier ist? Ja, ich kann Sie gleich gerne aufklären. Herr Laser ist Stand momentan Haupttatverdächtige tätig. Jetzt haben wir es aber schon, jetzt werde ich aber nervös. Laser, Sie machen mich ganz vor. Alles gut. Er ist Haupttatverdächtiger
in einem Fall bezüglich gefährlicher Körperverletzung an eine Frau, Susanne Altenau. Susanne? Was ist denn passiert? Ist sie vom Skateboard gefallen? Ja. Ganz so war es nicht. Die hat immer gesagt, irgendwann schaffe ich den Olli. Irgendwann schaffe ich den. Ja. Einfach so, da geht es um eine Sache in den Zauberwald bei der Brücke auf 925. Was ist denn da passiert? Die haben da wohl Leute mit Schusswaffen verletzt. Was? Ich? Ja. Also ich wurde nicht angeschossen, ich bin der verletzt haben soll. Bin der verletzt haben soll, ja. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kenne nicht mal den Eingang zu nach Narnia. Wie soll ich dann wissen, wo der Zauberwald liegt? Wenn Sie auf der Karte gucken, 925, die Brücke oben im Norden. 925. Im Norden? Ist das östlich oder westlich? Ja, bei Palito. Oben. Bei Palito, 900. Ja. Das ist ein Wald? Das ist doch Sand. Ja, kann man so bezeichnen. Ach, da drunter oder was? Bei 916, ja. Ich glaube, da war ich noch nie. Können Sie mir sagen, wer das anscheinend mir vorgeworfen hat, weil... Es passiert in den letzten Tagen vor allem durch das Quickie-Taxi-Unternehmen öfter mal, dass mir Straftaten zur Last gelegt werden, um mich aus dem Weg zu räumen. Eine Art Akt der Vendetta. Ja, verstehe ich. Ich kann dir aber leider keine näheren Informationen aus der Akte rausgeben. Da müssten Sie sich dann schon einen Anwalt nehmen und der müsste den Akteneinsicht beantragen. Okay, ja, das ist wieder so unnötige Arbeit. Also, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist Ihre Aussage aufnehmen zu der Sache, dass Sie sagen, Sie wissen von diesem Vorfall nichts. Tatsächlich gar nicht, also ich weiß nicht mal, Zauberwald habe ich auch zum ersten Mal gehört, um ehrlich zu sein. Das steht so in der Akte, deswegen habe ich das jetzt so als Begriff vielleicht. Ich fühle mich immer noch gerade über den Tisch gezogen, ich weiß nicht, ob hier versteckte Kameras sind. Ich habe auch ein bisschen blöd geguckt, als ich den Namen gelesen habe. Nee. Ja, Officer, wissen Sie, ich kann das aufklären. Und zwar, ich habe den Herrn Laser gestern einmal versucht anzurufen. Okay. Er hat schon gedacht, ich würde ihn ein bisschen auf den Arm nehmen wollen, als er den Begriff Zauberwald als Ortsbeschreibung gehört hat. Ich war ebenso belustigt, als ich das erste Mal gehört habe, diesen Begriff. Ja. Aber das war Tatsache. Ja. Genauer Wortlaut, als wir die Aussage gestern aufgenommen haben. Wir haben die Aussage aufgenommen mit dem MD. Okay. Mit dem Officer Biermann zusammen. Und dementsprechend wurde das Wort für Wort so. So, deswegen. Also, wie gesagt, das sind also die Schritte, wenn Sie sagen, Sie waren zu diesem Zeitpunkt absolut nicht da, Sie wissen es nicht, dann nehmen Sie sich einen Anwalt. Ja. Und gehen Sie dagegen vor. Ja, mache ich. Weil noch sind Sie nicht zur Fahndung ausgeschrieben, gar nicht. Ich versuche auch wirklich die Sache so schnell wie möglich aufzuklären. Ich möchte jetzt auch nicht großartig. Ja. Nee, wie gesagt, aber das ist das Beste, weil ich kann und darf Ihnen jetzt keine größeren Informationen aus der Akte herausgeben, wer das gestellt hat oder sonst so. Verständlich. Deswegen einen Anwalt nehmen, der kann Ihnen dann genau sagen, der kann den Akteneinsicht beantragen und der kann dann sagen, was da los ist. Dann werde ich das gleich machen. Ich habe ja Anwälte, die mir immer zur Seite stehen, falls irgendwelche Missverständnisse wieder aufkommen. Genau, machen Sie das. Das ist dann die bessere Mittel. Wir nehmen dann auf, dass Sie nicht zu diesem Vorfall wissen. Ja. Okay. Gut. Dann, wenn was ist, dann schreiben Sie bitte wieder eine SMS oder melden Sie sich einfach. Diesmal glaube ich Ihnen und leg nicht auf. Dann schönen Abend noch. Vielen Dank, die Herren. Ihnen auch, bitte. Tschüss. Müssen die anderen auf dem Server nicht nachweisen, dass du schuld bist? Ja, unusual, André. Die Sache ist nur, dass du meistens natürlich, wenn es um Beweis, um jetzt die Beweislast geht oder so, hat nicht so viele Möglichkeiten in GTA-RPS. Das ist halt schon scheiße, weil dann oft auch vielleicht, wenn jetzt sich eine Gruppe von 5 Mann zusammenrauft und sagt, ey, lasst mal dem einfach unterstellen, der hätte das und das gemacht, dass das eventuell schon ausreicht, um jemanden der Gittern zu bringen. Das ist ein bisschen schwierig, also da muss man immer so ein bisschen abwägen und so, aber also Zeugenaussagen, glaube ich, sind hier schon viel höher gewichtet als, also letzten Endes ist es ja das Einzige, was du halt auch hast. Du hast halt keine anderen Möglichkeiten, als wirklich auf Aussagen zu gehen. So. Also du kannst natürlich noch Einschusslöcher oder Wunden oder so, aber... Ne? Mein Auto wurde dort in der Nähe abgeschleppt. Ja, aber diesen Zusammenhang, den werden sie nicht finden. Also die werden den Zusammenhang nicht... Die werden ja mein Abschleppunternehmen nicht dingen, ne?
Das kriegen die nicht hin. Das weiß ja auch keiner. Okay. Fangen wir an. Du, Johnny, ich habe zwei seriöse Geschäftspartner, die würden die Laptop-Sachen und so kaufen. Ehrlich? Ja, die sind wollen in der Southside. Das, weiß nicht, bring den Laptop mit. Die sind hier in der Southside, die wohnen in einem Ghetto, aber die sind seriöse Geschäftsmänner, ich glaub mir. Soll ich dir den Postelcode sagen? Ich gehe auf jeden Fall schon mal mein Geld einzahlen. Oder bist du beschäftigt? Nein, ich bin nicht beschäftigt. Ich kann gerne runterkommen. Welche Zahl ist das? Das ist 4018. Und dann die westliche, also zwischen 4008 und 4018, okay. Diese Straße da. Dann bin ich gleich da. Kommst du hin oder bist du auf dem Weg dann wieder abgeschossen wie gestern? Nein, ich komm hin. Okay, bis gleich. Bis gleich. 9000 Dollar trage ich mit mir rum. Die werden mich eher abziehen. Aber ich bin nicht blöd. Was habe ich denn eigentlich alles bei mir? Laptop und Sperma. Es ist nicht so viel, ne? Ich habe auch keine Dietriche mehr. Oh, da wurde geschossen. Nehmen wir den BMX. Das BMX? Den BMX? Das BMX? Der BMX? Der BMX? Das BMX? Das BMX? Das, oder? Die BMX? Hört auf. Die? Hört auf damit! Also, wenn ich was weiß, dann nicht, dass es die heißt. Ihr kleinen Troller! Ich bin mir zu 100% sicher, dass es kein die ist. Mach auf, bitte. Bro. Please. Geht das nicht? Okay. Hello? Das BMX? Das BMX. Packst du mal das BMX jetzt weg? Das könnte auch noch funktionieren. Oh mein Gott, ey, nevermind, ich habe die ganze Zeit L gedrückt. Manchmal bin ich mit meinen Gedanken noch bei Homestate. Oh nein, aber das geht doch trotzdem nicht. Warum ging das denn gerade? Oh, das ist so anstrengend, wirklich. Nein, das war I. GTA-RP im First Person. War schneller. Wie fühlt sich das an? Kriegt man dadurch Motion Sickness? Nee, das ist in Ordnung, oder? Macht Piep oft? Ehrlich? Oh shit! Das ist ein komplett anderes BMX-Gefühl. Oh Gott! Ja, aber ich krieg das auch noch so hin. Oh Gott. Ist das der Koksmann? Ich glaube, der Mann mit dem Koks ist da. Okay. Wird Zeit für die Übergabe. Der Koks ist da. Oh, warte. Johnny, bist du das? Ja. Das sind die... Das ist der andere Dealer. Der ist jetzt auch da. Habt ihr das Geld? Das sind die Geschäftsmänner, von denen ihr erzählt habt. Wir kriegen das Geld. Wir haben nicht... Wir kriegen das Geld. Ja, ich rede ja auch mit den Geschäftsherren. Sind euch irgendwelche Leute gefolgt? Ja, natürlich, Mann. Alle hier aus der Southside sind uns gefolgt. Die stehen alle da hinten im Busch, Mann. Okay, dann ist der abgeblasen. Okay, wunderbar, Mann. Ihr hättet einen Laptop, Leute. Ihr könnt euch den Laptop nicht entgehen lassen. Ja, also, wenn man so paranoid ist, dann... Ja, gut, okay. Das ist also, die verfickte Straße, okay? Ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Sagt mir jetzt ernsthaft, ist euch jemand gefolgt? Scheiße, wir wohnen hier. Wir sind aus unserem Haus gerade raus. Nein, wir wohnen hier.
Okay, schnell, wir müssen diesen Koksdeal machen, bevor Johnny versucht, da einzumischen sich. Ich will mich gerne in dieses Koksdeal einmischen. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt leicht kompliziert werden. Lassie will kein Geld und nur Koks und ich bin dagegen, ich will Geld und Koks. Also sonst hat Lassie das Koks und ich habe gar nichts. Ja, du hast deine Freude, dass du halt die Fresse, mich beim Koks ziehen sehen. Alter, also du hast jetzt die Grafikkarte, dass wir Kariomat spielen können, ja? Und die Kamera. Ihr könnt damit sogar... Der sieht echt aus wie Matteo von Bonjour. Guckt mal. Sogar noch mit der Jacke. Haben die nicht so eine grün-weiße Jacke, so eine College-Jacke? Als Merch oder so? Oder sowas ähnliches? Und dann die Brille? Bloß hat verdunkelt in diesem Falle? Alter! Danach wolltest du Kokain kaufen und jetzt kommt dein Kollege hier an und wollte auch noch irgendwas loswerden, richtig? Ist der nicht kleiner? Der richtige Matteo? So weiß ich nicht. Ich hab gehört, der hat so ein Haus wie Tom aus Tom und Jerry. Wisst ihr, dass er irgendwo dann unten an der Wand da so ein kleines Türchen hat und dann immer rein und raus gehen kann, weil er so klein ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt und bitte erzähl das nicht weiter. Aber der ist 1,50 Meter breit. Also ist so eine breite kleine Tür, oder was? Na, verstehe. Was Woody dazu, Leslie? Ja, also ich würde sagen so 1400. Ja, klar. Ich warne dich, Leslie. Was ist das für ein Koks? Mann. Heißes Koks. Scheiße, ich kenne mich nur mit Weed aus, Mann. Wir verticken das Zeug nur. Wer ist denn der Dealer? Wer hat denn das Kokain überhaupt dabei? Ist das der mit der... Ja, also ich hab das dabei, ja. Der Frisur? Ja, also... Der Mann mit der Frisur. Der Mann mit der Frisur. Also streng genommen stehen hier 4 Männer mit einer Frisur und ein Mann mit einer Cappy. Ja gut, okay, bei Jesse lässt sich streiten, ob das eine Frisur ist, aber... Die Frisur mit den Seiten auf Null. Ich hab zwei haben die Seiten auf Null. Mit den Seiten auf Null und den Haaren oben ganz lang. Ja. Okay, wie viel nehmen Sie für 3 Gramm Kokain? Ja, gibst du mir so 450 und dann passt das so. Für alle 3 oder was? Okay, an, das kannst das du machen wir. Ja, machen wir 500. Wir runden auf, Mann. Scheiße, 450 wurde gesagt. 450. Okay, wir stehen zu unserem Wort. Wir wollen ja hier nicht so gierig werden. Ja. Scheiße, Mann. Irgendwie muss ich mir noch meine Waffe finanzieren. Der Typ will Kokain in Rechtskurven ziehen, jetzt lass ihn doch. So, hier hast du die Moneten. Dann oh ja, oh, geil, das ist erstmal guckt sie auf den Straßen, das ist gut. Du fährst jetzt gleich nicht mehr, ich fahr. Okay, Johnny, und jetzt können wir dein Deal machen. Okay, also der Laptop, wer will ihn? Und wie viel bekomme ich dafür? 200. Was ist das für einer? WQHD, der hat eine integrierte Grafikkarte. Ganz moderner Scheiß. 4090. Wie viele Frames hast du bei Fortnite? Oh, 600. Scheiße. 600 Frames? 600 Frames, mein Lieber. Auf hohen Einstellungen. Gut, okay. Ja. Ein mobiles E-Sports-Gerät ist das. Da musst du erhöhen, Jack. 200 ist nicht genug, sag ich dir. Ja, wo hast du die Scheiße her, Mann? Den habe ich aus dem scheiß Wohnwagen meiner Ex, den brauchst du nicht mehr. Also geklaut, gut, okay, das schmälert schon mal den Preis. Wie, das schmälert den Preis? Ja, natürlich, Mann, das Steve ist gut, Mann. Das liegt immer noch unter... Du warst bei einer Hausauflösung doch, hast du mir erzählt. Hausauflösung, ja, okay. Okay, gut. Also nichts geklaut hier. Wir machen 1000 Dollar. Okay, dann ziehen wir schon mal 250 ab, weil er geklaut ist. Ich will 800. Ich will 800. Sind wir... Okay, dann sind wir bei 800. Und du kannst noch was zu essen rausschlagen. Ich will... einen Burger. Oh, scheiße, Leslie, ich brauch dich nicht dafür. Ich will einen blind Koks haben. Geht das? Ich hab gerade das ganze Koks aufgekauft. Richtig. Gut. Aber ich geb dir danach eine Line. 800 und einen Burger. 800 und einen Burger. Gut, okay. Du sagst, war von deiner Ex-Freundin. Ja, mich interessiert das ja eigentlich gar nicht, ob der geklaut ist. Ja. Aber sind da Bilder drauf? Bilder? Irgendwelche Sticker? Sind da Dateien drauf? Bilder von ihr vielleicht. Ich hab ganz, ganz ekelhaften Stuff mit ihr gemacht. Gut, okay, aber auf jeden Fall ist der Laptop benutzt, Mann. Vielleicht sind da Fußbilder dabei. Die 700. Dann kostet der halt doppelt so viel. Bei Fußbildern? Dann will ich 1600. Ihr könnt von Glück reden, wir nehmen 900. Wie alt ist deine Freundin gewesen? 50. Okay, eindeutig 700. Also sie hat aber schöne Füße und sieht für ihr Alter echt prickelnd aus. Das ist die Susanne. Die wird sich darüber auch nicht mehr beschweren. Hab die gestern abgeknallt. Yo. Was soll das denn jetzt? Scheiße, dieses Dreckswetter. Oh mein Gott, Braces hat es regnen lassen. Oh mein Gott. Oh shit.
Ja, gut, dann machen wir jetzt 700. Das ist, weil wir müssen den Deal abwickeln. Oh, okay, Leute, 750, ja, mein letztes auch. Angebot. 750. Jack, was sagst du? Hm? 600 FPS oder so. Ja, 700 und ich lege einen Johnny oben drauf. Also, ein Join. Dich. Dann, nein, 700. Okay, ist ein Deal. Okay, okay. Scheiße, harter Verhandlungspartner, sag ich dir. Vielleicht machst du nicht zum ersten Mal, ne? Haben wir noch 700 Dollar oder darf ich jetzt auch schon wieder losradeln, Mann? Also ich hab gar nichts mehr in der Tasche. Ich hab gerade das Geld abgehoben für die Grafikkarte und die Kamera. Gut, okay, dann gib mir mal die 600 Dollar, dann wickle ich das hier ab. Wollen wir uns so lange sonst unter meinen Carport stellen? Ja, dann mal Laptop hier schon mal. Okay, ich hab geblufft, das sind nur 598. Ja, ist auch okay. Gib mir die 500. Ja, können wir sonst machen, das Carport oder... Ja, ich weiß ja nicht, also wenn ihr gleich weiter wollt, dann nicht. Ansonsten gehen wir da jetzt hin, hä? Johnny, sollen wir dich gleich mitnehmen oder fährst du mit deinem Bike? Ich fahr mit meinem Bike, alles gut. Okay. Ich brauch das Geld, Leute! Haben die dir das Geld nicht gegeben? Los, Mann, das Geld! Aber halt die Hand drüber, sonst wird's nass. Das ist voll gut. Die wollen mich verarschen? Scheiße, ich sag's dir, Straßendienst sind immer richtig gefährlich. Scheiße, ist dir eigentlich jemand gefolgt hier? Scheiße, du kannst froh sein, dass du noch keine Knarre hier in der Southside am Kopf hast. Solange ist noch alles cool. Okay, okay, gut, Leute. Oh, vielen Dank, Dankeschön. Aber aufpassen, trocken halten. Alles klar. Okay, Leslie, jetzt gebe ich dir die 700 Dollar. Ich muss sagen, dass das dein Diebesgut ist, deswegen bekommst du das halt auch alles. Hä, warum? Wen hast du gesagt, das ist mein Diebesgut? Niemandem. Alter, an wen hast du mich verkauft? Niemandem, ich will nur das Geld geben. Ich bin ja immer ein fairer Geschäftspartner. Scheiße. Braucht ihr Ausweisdokumente? Ich hab zwei. Ja, kannst du schon rühren, ne? Naja, gut, okay. Aber im nächsten Mal, falls ihr irgendwie Bock habt oder so. Ah, Kopfschmerzen! Ah! Ich glaube, der Deal war gerade einfach zu krass. Der war zu krass. Ich krieg noch deine Handynummer. Ey, alle hatten einen Serverabsturz, außer ich. Ja, klar. Achso, 500 Dollar. Nee. Nein. Die gibt's heute immer gratis, ne? Natürlich. 703. Da weiß aber Stefano Bescheid, oder, Juna? Stefano geht mir fremd. 703? 013, genau. 013 und dein Name? Jesse. Oh. Mhm. Danke. Ziro De Niro? Ich schreib dir. Gerne. Mhm. Vielen Dank für 8! Du warst Juna, richtig? Ich bin Juna mit 2 Walking Dead 1, danke für den Prime Sub, dankeschön. Okay, okay. Vielen Dank. Hätte ich auch direkt so geschrieben, muss ich sagen. Weiß, ja, ist ja auch klar. Danke sehr. Ich ruf dich mal kurz an. Okay, Leute, dann ist das für mich hier erledigt. Ich wünsche euch noch was. Bis später, ja? Achso, da, Juna. Ja, alles klar, okay. Mann. Pass auf, dass dir niemand folgt. Haben wir jetzt alles gedealt, was wir dealen wollten? Hat ihr euch alles gegeben? Sicher? An wen hast du mich verkauft? Ich hab dich an niemanden verkauft. Hör doch mal auf, so eine Scheiße zu labern. Du gibst mir, du bist kein Mensch, der einfach jemanden 700 Dollar schenkt. Doch, ich hab eine Menge Asche selbst gemacht und außerdem muss ich auch noch meine Kohle holen. Ich bin einfach fair. Dann. Okay? Ich glaube dir kein einziges Wort. Gut, dann wirst du mal einfach positiv überrascht sein, wenn du weißt, dass das, was ich gerade gesagt habe, der Wahrheit entspricht. Ja, okay, dann sehen wir uns irgendwann. Ja, bis dann. Bis später. Bis später. Kann ich meinen.